Willkommen zurück, meine lieben Drachlinge. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge dieser kleinen Aufnahmesession. Jo, im letzten Part haben wir uns ein bisschen im Dorf umgehört. Wir haben den Leuten hier Geschenke gegeben, den dreien. Und ja. Wir haben hier. Wir sind dann. Haben wir gemacht. Also, wir sind hier raus. Gab es hier bei der Statue von ihm wäscht hier so eine kleines Gelaber halt hier und wie schön sie aussieht von Zander, von Anders, der hat hier bisschen da Statue schöne Augen gemacht. Achso, und vorher waren ja noch im Kerker gewesen. Im Keller meine ich. Wir kamen aber nicht weiter und wir werden jetzt dann von dem Feldwebel dann hier. Wir kriegen ja von Welt Bescheid, sobald wir weiter in den tiefen Wegen rumlaufen können. Gut, dann sind wir hier zu Wade und Heron gegangen. Ja, hier nebenan war ein Zwerg, der auch irgendwas verkauft hatte, aber erst hier verkaufen will, sobald hier die Lage sich hier ein bisschen gebessert hat. Müssen wir uns auch mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ja, und dann sind wir hier hingegangen. Haben hier eine Person kennengelernt, die mit ihm zu tun hatte. Irgendwie der Hofgärtner und so. Und er meinte, dass der Bruder von Nathaniel tot ist und die Schwester noch lebt und irgendwo in Amarantin einen Händler geheiratet hat. Naja. Dann können wir irgendwann demnächst in die Großstadt Amarantin gehen und mal dort nachschauen, wie es ihr geht. Schauen wir mal jetzt in der Truhe nach. Lederstiefel. Alles, was ich hier verkaufen kann. Nein, Kätzchen. Erst die Truhe und dann das Kätzchen. Mehr. So. Kommt her, Leute. Erst die Kiste. Deinem Lederhelm. Wieder so ein bisschen windig draußen. Kätzchen. Oh, süß. Den Kater mitnehmen. Ne? Miau. Weiß genau, wem das gefallen könnte. Wem könnte es denn gefallen? Würde es dir gefallen? Anders? Wir schauen mal jetzt nach. Warte mal, wo ist er denn? Anders? Wo ist er denn da? Komm her. Kätzchen. Ein süßes kleines Kätzchen. Oh, sieh sich einer dieses süße kleine Kätzchen an. Im Turm gab es einen Kater namens Lord Pushel. Er war meine einzige Gesellschaft, als die Templer mich eingesperrt hatten. Manchmal vermisse ich den kleinen Kerl. Aber ich kann mich nicht um eine Katze kümmern. Schließlich kämpfen wir gegen die dunkle Brut. Dann lass ihn doch in der Festung. Nun ja. Ich denke, ich werde ihn vorerst behalten. Bis ich einen sichereren Platz für ihn gefunden habe. Bist du damit einverstanden, Kätzchen? Ich nenne dich Sir Naseweiß. Und du kannst in meinem Gepäck bleiben. Zumindest vorerst, klar? Moin, hast du was zu sagen? Ne? Codex aktualisiert. Ja. Was ist das für ein Geruch? Er war's. Ne, er war's. Ich war's nicht. Willst du mir sagen, ich stinke? Arschloch. Und ja, alle raus. Aber ihr müsst jetzt so.
So, jetzt seid ihr eingesperrt. Dann sind Soldaten darunter. Was ist passiert? Wo ist diese verdammte dunkle Brut hergekommen? Ich weiß es nicht. Der Hauptmann hat mich auch eben erst zurückbeordert. Die Orlesianer sind alle tot. Bei Andrastes Blut. Wenn die dunkle Brut zahlreich genug ist, um die Wachen zu überfallen. Die Wacht wird standhalten, Kommandant. Die Wacht wurde ein Dutzend Mal gebrandschatzt und wieder aufgebaut. Wir werden uns von dem Angriff erholen. Mhm, klang aber gerade anders. Reden wir mal mit dir, Zwergi. Was los, Waldrick? Kommandant, so sieht also menschliche Bauweise aus? Nun ja, mein Bruder sagte, ihr bräuchtet einen Steinmetz. Aber er war sich nicht einmal annähernd darüber im Klaren, was es hier alles zu tun gibt. Ich heiße euch in der Wacht willkommen. Das ist äußerst freundlich von euch. Die dunkle Brut hat eurer Festung ganz schön zugesetzt. Allerdings denke ich, dass sie auch zuvor schon ziemlich baufällig war. Euer Truchsess hat mir irgendeinen hübschen Erlass gezeigt, der uns Männer und Geld für die Reparatur der Wacht zusichert. Die Summe war jedoch ein wenig lächerlich. Ich schätze, sie würde vielleicht ausreichen, um die Mauern nach menschlichen Standards wieder aufzubauen. Aber wer würde das schon wollen? Ich weiß, ich will die Frage bereuen, aber was braucht ihr, um sie vernünftig wieder aufzubauen? Ich bin mir nicht sicher, von welcher Qualität der Stein in dieser Gegend ist. Aber was wir eindeutig brauchen, sind mehr Männer. Und ich spreche hier nicht von irgendwelchen ausgehungerten Staubfressern, sondern von wirklich fähigen Männern, womit wir wieder beim Geld wären. Würden 80 Sovereigns reichen, so viel könnte ich noch rechtzeitig auftreiben. Lasst euch nicht zu viel Zeit damit. Es wird eine Weile dauern, alles wieder aufzubauen, und die dunkle Brut ist nicht unbedingt geduldig. Oberflächenzellen können hier ihren Preis. Mhm. Also 80 Gold. Ach du Kacke, wie soll ich denn das zusammenkriegen? Habe ich schon so viel im Moment? Wie viel habe ich denn? Ja, na gut. Mal schauen, kann man da unten noch was machen? Darf ich da runtergehen überhaupt? Ich weiß es nicht. Wofür geht's denn überhaupt hin? Zur Weltkarte. Wir schauen mal. Verlassene Buch. Schauen wir mal hin. Wir bleiben erstmal hier. Weiß nicht. Wir schauen mal, vielleicht können wir noch mal kurz runtergehen. Bei der dunklen Brut bisschen Zeugs erkaufen. 80 Gold, meine Güte. Die Männer sind noch immer damit beschäftigt, im Keller die Trümmer wegzuschaffen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. 80 Gold. Will ihr mich veräppeln, oder was? Was kann man denn sonst machen, warte mal. Das ist aber für eine Tochter. Also ist das mal das jetzt abgeklärt? Tut sich da was auf der Karte? Nee. Verlassene Bruch. Ländereien der Tornobels. Komm, wir gehen mal zur verlassenen Bucht, oder? Nach Amarantin. Ich weiß nicht wohin.
Wo haben sie denn? Gott, Martin. Okay, war da nicht auch irgendwas? Warte mal. Weit abgelegen. Machen wir das mal. Ja, so. Gehen da hin, zu den Ländereien. Mal schauen, was uns dort erwartet. Es ist also. Okay. Jemand. Oh, eine große Karte. So. Ich verstehe. So. Irgendein Markerfieh, ne? Hallo, Arschloch. Komm mal hin. Alpha eine normale Oma. Nein, böses Vieh. Hallo. Ich hab noch eine Rolle. Noch was? Weitere dunkle Brut. Man greift auch an, ihr Idioten. Kommt her. Quest absolviert. Konnte die Familie doch nicht retten. Sieht nicht gut aus. Also ganz und gar nicht gut aus. Halt. Das ist nix. Okay, da kommen wir raus. Auf die Karte. Hm.
Nicht bevor jetzt irgendwas passiert. Wenn eine Sequenz oder sowas. Okay. Jetzt kurz hier anziehen. Weiter. Können wir jetzt runtergehen? Die Frauen, die Männer sind noch immer damit beschäftigt, im Keller die Trümmer wegzuschaffen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. Oh ja, wie Motten vom Licht. Frauen mögen es, wenn Männer Zuneigung zu kleinen, struppigen, wehrlosen Wesen zeigen. Zu Wesen wie euch. Dämlicher Magier. Jedes Mal, wenn ich etwas aus meiner Robe ziehe, rennen die Frauen weg. Ja, wir werden schon einen Zwergenpenis sehen, ne? Was? Wo läuft man sonst hin? Ach komm, gehen wir zur verlassenen Bucht. Ist ja jetzt in dem Part sonst nichts weiter passiert. Ist das nicht das Gebiet, wo... Ja, hier war doch bei Liliana Seed, genau. Dann war da unten. Das ist hier außen rum. Das ist hier vorne gegen... Marjolaines Liebhaber und einem Drachen gekämpft. Ich weiß nicht, was da jetzt ist. Für welche? Snake, Zia, Bandit. Nimm mal Platz. Einen Schritt weiter und die arme Lady Eileen stirbt. Wo ist Lord Bensley? Die Abmachung war, dass er uns das Geld persönlich bringt. Das ist der Aal. Wir sind erledigt, Snake. Halt die Klappe! Wir haben immer noch das Mädchen. Ich bin durch Ströme von Blut gewartet. Wagt es nicht, sie auch nur anzurühren. Bleibt hier! Bleibt hier, verdammt nochmal! Tötet den Wächter! Sofort! Was? Ich muss in Sicherheit. Die Banditen, die sie entführt haben, dürften nicht mehr in jedem davon kommen. Die sind alle so begierig auf Sterben. Gar nicht weh. Ah, da ist sie. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Zahn des Bergvaters. Okay. Klingt ganz gut. Feuerschaden, ja. Ich danke dem Erbauer und ich danke euch. Ich dachte, ich würde da drin sterben. Geh mal nach Hause.
Oh. Was ist jetzt? Kampf oder was? Was ist das jetzt? Oh mein Alpha kaputt. So schnell es mir möglich. Alpha Vieh, komm her. Hallo. Ein mutiger Fahrt, aber scheinbar gut genug. Hast du schon Angst? Du bist kein Gesicht für mich. Oh ja, das ist ein Spaß. Auf in den Kopf! Loken. Zeit zu sterben! Hier wird es auch nie. Nein, ist nicht. Du hättest auch ganz einfach aufgeben können. Das war die Massenhemmung, aber. Jetzt können wir hier ganze Gold sammeln, was die hatten. Falls sie überhaupt Gold haben. Viecher. Ja, nur die ganzen. Von der dunklen Brut. Halt. Lass das aufheben. Aber selbstverständlich. Bisschen, ja, 20. Das wäre zu langsam. Komm mal da raus, ja. Ja. Yep. Nach Hause. Danke. Na gut. Zahn des Bergvaters. Immer hier. Schön. Gut, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Na du? Ihr seid zurück. Ja, benötigt ihr etwas? Ah. Klappe. So, Axt weg. Die Deutsch weg. Ja. Das da weg. Der Junge hat einen besseren. Wird auch weg. Mauer wegmachen. Weg, weg. Oh, vielleicht könnte man es ja schon hinbekommen. Dass man hier alles hat. Warte mal. Organ. Könnte das eigentlich ja anziehen. Oder vielleicht kriegen wir noch eine massive Rüstung. Wer weiß.
28 haben wir schon. Ja, es geht so langsam. Sieht langsam auf. Ihr scheint diesen Kater wirklich zu mögen, Anders. Es ist eher so, dass er mich so gerne mag. So ist es doch, nicht wahr, Sir Naseweiß? Findet ihr diesen Namen nicht ein wenig albern? Wie soll ich ihn denn eurer Meinung nach nennen? Frederik? Gut, ich schätze, es gibt tatsächlich schlimmere Namen. Kommandant? Habt ihr irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, natürlich. Sofort. Benzleis, ja, ich schreibe euch diese Zeichen. Man gibt den Aileen, sprich ohne Unters. Ja, diese Reiz als Dank für eure Unterstützung. Mhm. Wie viel? 10! Super. Perfekt, ey. Das ist ja perfekt. Okay, warte mal. Schnelligkeit wäre gut, aber das hier ist ja noch besser. Schild ist nichts. Yay. Wir haben jetzt 37. So, es geht langsam. Wir können es so langsam anhäufen. Können wir drin noch was machen? Ansonsten schaue ich mal, was man hier draußen noch irgendwas machen kann. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr kein grauer Wächter sein müsstet? Das ist eine merkwürdige Frage, für mich ein wenig überrumpelt. Tatsächlich? Habt ihr nie darüber nachgedacht? Hat denn nie jemand die Wächter wieder verlassen? Habt ihr etwa vor, zu verschwinden? Es war nur eine Frage. Ich schätze, es gibt deutlich schlimmere Schicksale. Um ehrlich zu sein, hat mir die Vorstellung, irgendwo festzusitzen, noch nie behagt. Es erinnert mich an den Zirkel. Nach meinem 7. Fluchtversuch hätten sie mir ja zumindest zugutehalten können, dass ich es versucht habe. Ihr habt 7 Fluchtversuche unternommen? Ich bin wirklich gut darin geworden, aus dem Turm zu entkommen. Nur leider war meine Freiheit nie von Dauer. Bis jetzt zumindest. Um ehrlich zu sein, war das Einzige, was ich am Zirkel jemals vermisst habe, dieser Kater. Zum Glück habt ihr inzwischen ja einen neuen. So ist es. Wie geht's dir da drin, Sir Naseweiß, hm? Ha! Ja, du wirst mal ein großer Mäusefänger. Können Katzen eigentlich graue Wächter werden? Genau. Gib dem Tier das... Ist ja keine Tierquälerei oder so. Nein. Natürlich nicht. Ja? Okay, hier drin ist nichts zu tun. Und Match. Ja. Geh mal raus. Ach ja, was machen wir sonst noch jetzt? Puh. Ich hab irgendwie ein bisschen Hunger. Ja. Können wir bei dir was machen? Die Männer sind noch immer, immer noch nicht. Wie lange brauchen die denn? Ihr seid also ein Haar. Wollt ihr auf irgendetwas hinaus, Magier? Ach bitte, ich mag die Haus. Haus, so ein klangvoller Name. Er klingt so zackig, so kämpferisch. Ein bisschen wie Hau Degen. Wie scharfsinnig. Ja, nicht wahr? Allerdings beschämt es mich, dass ich so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen. Hier soll's ja schon Trottel, ey. Nun gut, wenn wir jetzt hier erstmal nichts machen können. Na,
Ja, wir können uns dann hier mit. Ja, ist gar nicht, ne? Mörwes, ja. Wir müssen halt nach Amarantin, sonst ist ja jetzt erstmal nichts, was wir machen können. Dann würde ich sagen, ich gehe schon mal in die Stadt und dann schauen wir mal. Die Wege sind ja Gott sei Dank kurz. Die Hafenstadt Amarantin, die Stadt Amarantin. So. Einmal. Gibt's noch mehr? Ja, nur einen Satz. Uff, was ist denn da? Wir schauen auf der Karte. Oh, ein bisschen groß. Zwielichtige Person. Das ist also Amarantin. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal hier um. Hä? Wenn eine Hafenstadt ist, wo ist denn das Meer? Ich sehe nur Berge und so, aber vielleicht auf der anderen Seite. Die Stadt Amarantin. Vielleicht auf der anderen Seite da oben irgendwo oder sowas. Erstmal oh, ein kaputtes Haus. Drohnen. Homers Spielzeug. Okay. Schauen uns wirklich beim nächsten Mal wieder hier um. Dann würde ich sagen, bis dann, meine lieben Drachlinge. Tschüss.